Hallo Freunde, hier kommt ein Stück von Big Bill Bronzy, Hey Hey, das wohl bekannteste von ihm. Ja, eigentlich nur drei Griffe, A, E und H, 7 in E-Dur. Und was anderes mache ich jetzt auch nicht. Los geht's, nicht lange schnacken, Gitarre packen. Wir beginnen also hier mit den Akkorden. Zunächst E7. Zu greifen sind die auf der fünften Seite im siebten Bund, auf der vierten Seite, ja, auf der dritten Seite im siebten Bund und mit dem dritten Finger greifen wir im achten Bund. Wir schlagen an mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Gehen dann zum fünften Bund. Im fünften Bund greifen wir auf der sechsten Seite, auf der vierten Seite im fünften Bund und im sechsten Bund greifen wir mit dem dritten Finger, das ist A7. Und wenn wir jetzt in den siebten Bund rutschen, ist das H7. H7, A7 und gehen wir jetzt an Tiefe. Hier gibt es noch mehr 7 Griffe. Das Ganze beginnt ja, man macht ja erstmal Sliding hier oben an E, greift dann den Griff E7, schlägt ihn an. Also die dritte und die zweite Seite und schlägt dann die erste und zweite Seite als Leerseite an. Greift dann mit dem vierten Finger in den neunten Bund der ersten Seite und in den achten Bund der zweiten. Zweimal. Und das ist nichts weiter als der A7-Griff. Auch.
Und dann greifen wir wieder Leerseite 1 und 2 und kommen dann zu einer Terz, die wir greifen. Oben der erste Finger bleibt immer gleich. Auf E greifen wir im siebten Bund auf der ersten Seite und in den achten Bund mit dem zweiten. Lassen dann die erste Seite los und machen ein Bending hier auf der zweiten Seite. Schlagen dazu E, die Außenseite E an und machen hier mit dem dritten Finger das Bending im achten Bund. Leerseiten. Zu A7 hier greifen wir nur das Cis. Mit dem zweiten Finger und vierten Finger hier oben im ersten Finger kann man auch A greifen noch. Oder E greifen, weil das ja der Griff A nur ist. Was ihr wollt. Und kann dann einen Lick machen vom dritten. Schlag aber die A-Seite an, vom dritten. Zweiten Bund und Leerseite. Geh dann zum zweiten Bund, zweite und dann zum G. Das Ganze ist aber eine Abzug. Geh dann zum H7. Der zweiten Seite, dann den Abzug, auf der zweiten Seite fünfte, dritte, in den vierten Bund der dritten Seite und jetzt rutschen wir hoch, gehen zum A. Natürlich aufs Geld zum D und E. Also, da habt ihr viel. Ihr könnt auch die Licks reinhauen, die ihr in den Blues 1, 2 und 3 gelernt habt.
Es ist alles E-Dur, es funktioniert alles. Ihr könnt euch dort mal so richtig austoben. Also, viel Spaß mit Captain Fingerstyle bei Big Bill Bronzy. Hey, hey, hier ist eine Parallele zu Lightkin Hopkins, der sich den Bronzy sehr gut angeguckt hat. Auch Clapton hat diese ganzen Sachen mit eingebaut. Okay, viel Spaß beim Üben, bleibt schön gesund.